für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Schäuble, ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Sie haben nur vergessen zu erwähnen, dass der gesamte Sozialabbau in Europa auch eine unfaire Konkurrenz mit der Agenda 2010 in Deutschland begonnen hat, als man hier sich entschieden hat, die prekäre Beschäftigung und die Lohnsenkung zu organisieren. Aber jetzt werden Sie mir doch gleich zustimmen, die Wahlen in Griechenland am 25. Januar waren wirklich bedeutsam. Erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg stellt eine Partei links von der Sozialdemokratie führend eine Regierung in Griechenland. Die Linksregierung bricht. Ja, stimmt doch, oder? Haben Sie das Wahlergebnis nicht mitbekommen? Also, und ich muss Ihnen sagen, diese Linksregierung bricht mit der gescheiterten Kürzungspolitik. Das verändert Griechenland, das verändert Europa und das verändert auch uns. Dieser historisch zu nennende Wahlerfolg ist ein deutliches Votum der Griechinnen und Griechen gegen die fast siebenjährige Kürzungspolitik, gegen das Diktat der EU, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank, also der Troika, die ja von der Bundesregierung auch instrumentalisiert wurde, diese Troika. In gewisser Weise haben Sie, Herr Schäuble, und auch Sie, Frau Bundeskanzlerin Merkel, ungewollt so zum Wahlerfolg von Syriza beigetragen. Denn wozu führte Ihre Politik in Griechenland? Sie müssen das einfach zur Kenntnis nehmen. Einkommensverluste von 30%, Wirtschaftseinbruch von 25%, Massenarbeitslosigkeit von 28%, Jugendarbeitslosigkeit für Menschen bis 25 Jahre von 60%. Der Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Fast die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger Griechenlands sind nicht mehr versichert. Anstieg der Staatsschulden, die sollten noch abgebaut werden, von 120 auf 175% des Bruttoinlandsprodukts. Das war eine Kamikaze-Politik, die Sie dort an den Tag gelegt haben. Und ich sage Ihnen, diese Politik ist gescheitert. Und mit einer solchen Politik können die Schulden niemals zurückbezahlt werden. Und wissen Sie, was mich ärgert? In den Medien, aber auch hier im Parlament wird eins immer ausgelassen. Sie haben doch Bürgschaften unterschrieben für die Schulden der Südländer. Deutschland, das heißt die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland, haften für 27% aller Schulden. Das bedeutet bei Griechenland, wir haften für 60 Milliarden Euro. Wenn Griechenland wirklich pleite ginge, müssten wir die 60 Milliarden Euro bezahlen. Wovon wollen Sie die eigentlich bezahlen? Ich verstehe Ihre ganze Politik des Abbaus nicht. Die hat auch gar keine Logik. Wir müssen Griechenland aufbauen. Dann können die auch ihre Schulden zurückzahlen und unsere Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haften nicht mehr. Aber eins muss man ja der Syriza-Regierung lassen. Sie hat sofort die ganze Europäische Union durcheinandergebracht. Da sehen Sie mal, was eine linke Regierung alles kann. Übrigens, ich freue mich, die Vorfreude auf Ihren Gesichtern zu sehen. Aber hier dauert es ja noch eine Weile. Aber vor allen Dingen hat sich der Zeitgeist geändert. Das ist das Entscheidende. Wirklich, er hat sich geändert. Mit Syriza gibt es die erste Regierung in Europa, die diesen Neoliberalismus offen in Frage stellt und ihm den Bruch vollziehen will. Und Syriza zeigt, es gibt Alternativen zur herrschenden neoliberalen, marktradikalen Politik, die ja angeblich so alternativlos sei. Der Zeitgeist, ja, schauen Sie es sich an, der Zeitgeist ändert sich in den Medien, in der Wissenschaft, in der Politik. Sie fühlen sich sehr angepasst, weil Sie diese ganze miserable Politik seit 7 Jahren mitgemacht haben. Das ist Ihr Problem. Und ich sage Ihnen noch eins. Selbst der Internationale Währungsfonds kritisiert die völlig überzogenen Auflagen, bemängelt die völlig unrealistischen Erwartungen über die Erlöse von Privatisierungen von Häfen, Flughäfen, staatlichen Unternehmen. Und in dieser Woche gab es eine Fernsehdokumentation über die Arbeit der Troika-Beamten, die mit erpresserischen Methoden ohne jede demokratische Kontrolle die Kürzungsdiktate gegenüber demokratisch gewählten Regierungen durchgesetzt hat.
Es gibt das Beispiel, wo die griechische Regierung gesagt hat, wir brauchen dafür 6 Monate, dann ging es viel besser. Dann sagt ein Beamter, nein, morgen. So ist das gelaufen. Und das ist vorbei. Und das ist auch höchste Zeit, dass das vorbei ist. Ich begrüße übrigens sehr den gemeinsamen Aufruf des DGB und des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Da steht Folgendes drin. Der politische Erdrutsch in Griechenland ist eine Chance nicht nur für dieses krisengeschüttelte Land, sondern auch dafür, die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU grundsätzlich zu überdenken und zu korrigieren. Das ist unterschrieben vom DGB-Vorsitzenden, den Vorsitzenden der IG Metall, IG BCE, IG Bau, Verdi, darunter gestandene Gewerkschafter mit SPD-Parteibuch. Aber, Herr Gabriel, auch Sie sind der Adressat des Appells und hätten dazu mal Stellung nehmen sollen. Aber der Kampf um die Wiederaneignung von Politik gegen das Diktat der Finanzmärkte wird sehr schwer. Wir haben keine Illusion. Ein Land gegen 18 Länder, dazu noch ein Land, das wirtschaftlich und finanziell schwach ist. Aber die 18 Länder sind sich auch nicht mehr so einig. Die Finanzminister mussten letztlich dem griechischen Antrag auf Verlängerung der Kreditvereinbarung mit der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds um 4 Monate zustimmen. Schon das ist ein wichtiger Einschnitt. Es gibt keine Beharrung mehr auf drastische Kürzungsmaßnahmen. Die Annahme einer Reformliste mit Kampf gegen Steuerflucht und Steuervermeidung, mit der endlich gerechten Heranziehung der wirklich Vermögenden und Reichen in Griechenland. Und es wird ein Kampf geführt gegen Korruption. Weitere Rentenkürzungen wird es nicht geben. Keine weiteren Entlassungen im öffentlichen Dienst. Keine neuen Steuererhöhungen für niedrige Einkommen und auch nicht für die Mitte der Gesellschaft. Das ist das Ende der Troika-Diktatur. Und es wurde auch höchste Zeit, dass diese beendet wurde. Und da gibt es auch was Neues. Bisher saßen die Beamten der Troika in Athen und haben denen gesagt, was wir machen müssen. Jetzt fahren die alle nach Brüssel, die führenden Regierungsmitglieder, und müssen mit den führenden Leuten sprechen. Es wird wenigstens verhandelt. Auch das ist ein Neubeginn. Aber übrigens, das ist ja auch völlig albern gewesen, dass sowohl die Union als auch die SPD meinten, dass die Konservativen und die Sozialdemokraten in Griechenland erfolgreich die Korruption bekämpfen könnten, die sie eingeführt hatten. Also das konnte nicht gut gehen. Syriza, trauen wir dazu, dass sie das wirklich schaffen. Und nun zum Kompromiss. Bei einem Kräfteverhältnis von 1:18 gehört allerdings auch, dass Athen sich für diese 4 Monate verpflichten musste, keine Kürzung und Reform zurückzunehmen. Und auf wörtlich, ich zitiere, einseitige Veränderungen der Politik und Strukturreform zu verzichten, die wiederum wörtlich die Haushaltsziele, die wirtschaftliche Erholung oder die finanzielle Stabilität negativ beeinflussen. Das lässt zwar Interpretation zu, aber es ist ganz klar, dass da auch Dinge drinstehen, die uns nicht gefallen. Aber ein wichtiges Zugeständnis an Athen ist auch die Sache mit dem Primärüberschuss des Haushalts. Das heißt, mit dem Geld, das sie erwirtschaften müssen und an- oder zurücklegen müssen. Das hat ja bisher immer die Troika willkürlich festgelegt. Jetzt muss es angemessen sein. Das ist eine ganz andere Voraussetzung und erhöht die Spielräume. Vor allem hat Griechenland Zeit gewonnen für Verhandlungen zum Anschlussvertrag. Der nach dem Willen der Linksregierung eine völlige Abkehr, einen Bruch zur bisherigen Abbaupolitik beinhalten soll. Sie, Herr Schäuble, waren ein Hardliner. Sie drohten, sagten, Griechenland könne selbst entscheiden, ob es alle Auflagen akzeptiere oder den Austritt aus dem Euro, also den Grexit, bevorzuge. Es ging Ihnen ums Prinzip. Sie wollten keinen Millimeter von harten Auflagendiktaten abweichen. Aber Herr Schäuble war auch in der Eurogruppe und gegenüber der EU-Kommission nicht mehr unumstritten. Juncker wollte den Kompromiss. Auch Frau Merkel wollte dann irgendwann den Kompromiss. Der französische Außenminister wollte den Kompromiss. Aber ich habe eine Frage. Wo waren Sie eigentlich, Herr Gabriel? Warum lassen Sie dem Schäuble das alles durchgehen? Was sind Sie eigentlich für ein Koalitionspartner, der sich dann nicht öffentlich dagegen mal äußert? Ja, vergessen Sie, Herr Schäuble, die SPD ist noch nicht so weit, aber die sozialdemokratische PASOK in Griechenland liegt jetzt bei 5%. Also, ich wollte nur sagen, letztlich mussten Sie sich, Herr Schäuble, auf Kompromisse einlassen. Und deshalb kriegen Sie ja jetzt auch Kritik von rechts, von der AfD, von Teilen der CSU, Teilen Ihrer Abgeordneten. Und dann gibt es eine These, Sie wissen doch noch gar nicht, wie wir abstimmen, quatschen Sie doch nicht immer nur dummes Zeug, verstehen Sie? Und dann gibt es eine These, auch von der Bild-Zeitung. Und die Bild-Zeitung sagen,
Deutschland finanziert, die deutschen Steuerzahler finanzieren Griechenland. Das ist der größte Quatsch, den ich je gelesen und gehört habe. 90% der 240 Milliarden gingen an die Banken und die Gläubiger. Dazu gehörte auch die Deutsche Bank, dazu gehörte auch die französische Bank und nicht an die Griechinnen und Griechen. Die haben kaum etwas davon gesehen. Und ich sage Ihnen, und wie soll Griechenland bei diesem Abbau überhaupt jemals die Darlehen zurückzahlen? Darum scheint sich hier keiner Gedanken zu machen. Und dann gibt es ja noch etwas. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, unterstützt im Kern die Vorhaben der Syriza-Regierung in Griechenland. Wenigstens das sollte doch die Union mal nachdenklich machen. Auf den Mann könnten Sie doch mal hören. Ich sage Ihnen jetzt Folgendes. Die Bundesregierung hat Europas Einigung, Europas Akzeptanz bei vielen Bürgerinnen und Bürgern im Süden Europas zerstört. Was glauben Sie, was mir die Jugendlichen in Griechenland sagen, wenn ich die nach Europa frage? Die Antwort kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie haben von Europa vor allem Abbau und Not erlebt. Wir brauchen aber Aufbau. Schulden nur noch für Aufbau, nicht für weiteren Abbau, nicht für Krisen. Dann sind sie auch nicht bezahlbar. Und ich sage es noch einmal, auch aus unserer eigenen Geschichte, wir brauchen für den Süden Europas einen Marshallplan. Dort muss investiert werden in Griechenland, in Bildung, in Schiffsindustrie und in Tourismus. Dann kommt das Land auch voran und nicht die Löhne, die Renten kürzen und alles verkaufen, wie Sie es vorgeschrieben haben. Und dann weiß ich, es sind schwere Zeiten. Es sind schwere Zeiten und harte Auseinandersetzungen, die auch auf die griechische Regierung zukommen. Das Programm der Linksregierung ist aber eine klare Kampfansage an die gescheiterte neoliberale Politik. Und am Schluss sage ich Ihnen, wir stimmen dem Antrag Griechenlands über eine Verlängerung des Hilfsprogramms um 4 Monate mit großer Mehrheit zu. Das aber ist keine Zustimmung zur gescheiterten Sparpolitik. Es ist keine Zustimmung zur Politik der Bundesregierung. Aber es ist eine Zustimmung dafür, ja, dass Sie nicht differenzieren können. Dafür kann ich ja nichts. Hören Sie zu. Aber es ist eine Zustimmung, dass Griechenland eine Atempause bekommt und eine Chance für einen Neuanfang. Das hilft nicht nur Griechenland, es ist auch eine Chance für ein soziales, demokratisches und friedliches Europa. Und ich sage noch etwas dazu. Ein neues Hilfspaket, wenn es je käme, da hängt unsere Zustimmung oder unsere Ablehnung davon ab, ob es verbunden ist mit weiterem Sozialabbau, mit weiterer Zerstörung oder verbunden ist mit sinnvollen Investitionen, die Griechenland aufbaut, was uns allen nutzt. Letztlich sage ich Ihnen, geht es auch um eine Chance für unsere Wirtschaft, für unseren linken sozialen Kampf und für ein europäisches Deutschland statt einem deutschen Europa. Dankeschön. Carsten Schneider ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion.